Der verzauberte See. Im westlichen Irland war ein See, und ohne Zweifel ist er noch daselbst, in dem zu verschiedenen Zeiten mehrere junge Leute ertranken. Was dieses Ereignis besonders merkwürdig machte, war, dass man die Leichname der Ertrunkenen niemals wiederfand. Das Volk geriet darüber in Verwunderung, und allmählich erlangte der See einen schlimmen Ruf. Schreckvolle Geschichten wurden erzählt. Einige behaupteten, in dunkler Nacht leuchteten die Fluten wie Feuer. Andere wollten schauerliche Gestalten über den See haben gleiten sehen. Jedermann gab zu, dass ein seltsamer Schwefelgeruch aus ihm hervorsteige. Es lebte in geringerer Entfernung von diesem See ein junger Pachter namens Roderick Keating, Bräutigam mit einem der schönsten Mädchen der ganzen Gegend. Eben war er von Limerick, wo er einen Trauring gekauft hatte, im Geleit zweier oder dreier von seiner Bekanntschaft zurückkehrend, an dem Gestade des Sees angelangt, als diese mit ihm über Gretchen Honnen ihren Scherz zu treiben begann. Einer erwähnte sogar, dass der junge Delany, ein Nebenbuhler, in des Bräutigams Abwesenheit um die Gunst der Geliebten wirbe. Aber Rodericks Vertrauen auf seine Verlobte war so fest, dass er, ohne im Geringsten durch diese Rede beunruhigt zu werden, mit der Hand in die Tasche griff, den Trauring hervorzog und ihn bedeutungsvoll umherblickend in die Höhe hielt. Indem er so den Ring als sein wahres Siegeszeichen zwischen Zeigefinger und Daumen umdrehte, entfiel er seiner Hand und rollte in den See hinab. Roderick sah ihm mit der höchsten Bestürzung nach, weniger seines Wertes, obgleich er eine halbe Guinea dafür gegeben hatte, als der schlimmen Vorbedeutung wegen. Das Wasser war so tief, dass man des Ringes schwerlich wieder habhaft werden konnte. Seine Gefährten lachten ihn aus. Vergeblich suchte er durch das Anerbieten ansehnlicher Belohnung, sie zu bewegen, nach dem Ring unterzutauchen. Sie waren so wenig zu dem Wagestück geneigt als Roderick selbst. Die Erzählungen, die sie als Kinder vernommen hatten, schwebten ihrem Gedächtnis vor und abergläubische Furcht erfüllte die Brust eines jeden. »Muss ich also nach Limerick umkehren, einen anderen Ring zu kaufen?« rief der junge Pachter. »10-mal so viel, als der Ring kostet. Will es keiner darum wagen?« Unter den Umstehenden befand sich ein Mensch, den man allgemein für blödsinnig und nicht recht bei Troste hielt. Er war aber unschuldig wie ein jenes Kind und pflegte in der Gegend hin und her, von einem Ort zum anderen zu gehen. Als er so ansehnlichen Lohn ausrufen hörte, erklärte Paddon, denn das war sein Name, wolle ihm Roderick Keating geben, was er den anderen verheißen hätte. So getraue er sich wohl, nach dem Ring unterzutauchen. Und Paddon schaute, während er sprach, ebenso begierig nach der Lustfahrt hin als nach dem Geld. »Ich halte dich beim Wort«, sprach Roderick, und augenblicklich, seinen Rock abziehend, ohne weiter eine einzige Silbe zu verlieren, stürzte sich Paddon häuptlings in den See. Wie tief er hineinkam, lässt sich nicht genau berichten. Aber er ging und ging und ging durch das Wasser fort, bis das Wasser vor ihm wich und er auf ein trockenes Land gelangte. Himmel, Luft, Tageslicht und alles andere waren da gerade so wie hier bei uns. Und er sah einen reizenden Grund, wodurch ein zierlicher Weg führte nach einem großen, mit stattlichen Treppen umgebenen Hause.
Sobald er sich von seinem Staunen erholt hatte, unter dem Wasser so trockenes und anmutiges Land zu finden, schaute er sich genauer um. Und was sollte er anders erblicken als die ertrunkenen Jünglinge, die sich in diesem Lustort beschäftigten, als wäre ihnen niemals ein Übel zugestoßen? Einige mähten Gras. Einige schafften Kiessand auf den Weg oder taten andere leichte Arbeiten und vollbrachten alles auf so gute Art und so munter, als wären sie niemals ertrunken. Dann sangen sie mit großer Lust Lieder, worin sie die Frau vom Hause wegen ihrer Schönheit und ihres Reichtums priesen, wogegen nichts in der Welt bestehen könne. Peden konnte sich nicht enthalten, ihnen zuzusehen. Einige darunter, bevor sie im See ertrunken waren, hatte er gut gekannt. Aber er war stumm wie ein Fisch, dachte dafür sein Teil und kein Sterbenswörtchen kam über seine Lippen. So ging er nach dem großen Haus zu, ganz unbefangen, als habe er nichts gesehen, was der Rede wert gewesen. Dabei wünschte er gar sehr zu wissen, wer die junge Frau wäre, von welcher die jungen Männer in ihrem Gesang so viel Wesen gemacht hatten. Als er nahe zu dem Tor des großen Hauses gelangt war, trat aus der Küche eine gewaltig dicke Frau heraus, wie eine Biertonne auf zwei Beinen. Daher bewegte sie sich und Zähne ragten aus ihrem Munde, nicht geringer als Pferdezähne. Sie kam auf ihn zu und sagte, »Guten Morgen, Peden!« »Guten Morgen, Frau«, antwortete er. »Was bringt euch hierher?« fragte sie. »Ich komme wegen Roderick Keatings Goldring.« »Hier ist er«, sagte Peddens dicke Freundin mit einem Lächeln auf ihrem Gesicht, das sich bewegte wie kochender Haferbrei. »Ich danke euch«, antwortete Peden und nahm den Ring aus ihrer Hand. »Es ist nicht nötig, dass ich hinzufüge, der Herr gebe euch sein Gedeihen, denn ihr seid bereits wohlbeleibt genug, aber wollt ihr so gut sein und mir sagen, führt der Weg, auf welchem ich gekommen bin, auch wieder zurück?« »Kamt ihr denn nicht, mich zu heiraten?« schrie die dicke Frau ganz außer sich. »Diesmal nicht, mein Schatz. Wann ich wiederkomme«, antwortete Peden. »Ich werde für meinen Gang hierher gut bezahlt und muss machen, dass ich Antwort bringe, oder die werden Wunder denken, was aus mir geworden sei.« »Bekümmert euch um kein Geld«, sagte die dicke Frau. »Wenn ihr mich heiratet, so sollt ihr für euer Lebtag in dem Haus wohnen und an nichts Mangel leiden.« Peden sah deutlich, dass, da er einmal im Besitz des Ringes sei, die dicke Frau weiter keine Gewalt habe, ihn zurückzuhalten. Ohne als länger auf ihre Worte zu achten, wandelte er ganz gelassen den Gang wieder herab und schaute sich dabei um. Denn er hatte, die Wahrheit zu sagen, keine sonderliche Lust, die dicke Hexe zu heiraten. Als er zu dem Gatter kam, stürzte er, ohne nur guten Tag zu sagen, hinaus und fand das Wasser, welches ihm entgegenkam. Er sprang hinein und arbeitete sich in die Höhe, und es war wunderbar genug, dass man den Peden nach der entgegengesetzten Seite des Sees hatte wegschwimmen sehen. Doch er gelangte bald ans Ufer und erzählte dem Roderick, Keating und den anderen Burschen, die da standen und auf ihn gewartet hatten, alles, was ihm begegnet war. Roderick zahlte ihm auf der Stelle 5 Guineen für diesen Ring, und mit diesem Geld in der Tasche deuchte sich Peden so reich, dass er nicht Lust hatte, zurückzukehren und die dicke Frau zu heiraten, die in diesem Grund des Sees in dem schönen Hause saß. Er dachte, sie hat ja unter der Menge junger Leute die Wahl, wenn ihr die Lust ankommen sollte, einen Mann zu nehmen.